Einen wunderschönen guten Tag aus dem Klostergarten der Abtei Münster-Schwarzach. Ich freue mich sehr, heute Bruder Ansgar Stüfe bei mir begrüßen zu dürfen. Bruder Ansgar ist Verlagsleiter des Vier-Türme-Verlags und er ist auch Autor eines neuen Buchs, das kleine benediktinische Lexikon. Bruder Ansgar, wie kam es dazu, dass Sie dieses Buch gemeinsam mit Matthias Gahr geschrieben haben? Es kamen immer viele Gäste zu uns, die Probleme hatten mit den uns geläufigen Begriffen, die wir im Kloster im Alltag benutzen. Und um unseren Gästen und interessierten Menschen etwas zur Hilfe zu geben, haben wir dieses Buch verfasst. Aber die Gäste müssen ja erstmal an diese Begriffe kommen. Wie kommt man denn gerade heutzutage mit so speziellen Klosterbegriffen in Berührung? Also wenn man sich mit Mönchen unterhält, dann schon. Also ein Beispiel, ich unterhalte mich mit Ihnen und muss mich jetzt entschuldigen, weil heute ist eine Konferenz des Abtes. Jetzt weiß auch niemand, was eine Konferenz des Abtes ist. Und es wäre jetzt zum Beispiel, gerade wo wir miteinander sprechen, heute Nachmittag um 16.30 Uhr, ist die Konferenz des Abtes. Und das ist etwas, unter Konferenz versteht man ja die Zusammenkunft vieler Menschen. Wieso soll dann der Abt eine Konferenz halten? Das geht doch gar nicht. Und wir verstehen darunter etwas völlig anderes. Was verstehen Sie denn darunter? Die Konferenz des Abtes ist die Zusammenkunft der Mönche, wo er einen Vortrag hält oder eine geistliche Einführung. Und das findet immer am Freitag statt. Jetzt ist es auch so, wir sind jetzt gerade hier tatsächlich auch im Klausurbereich. Klausurbereich erklären wir gleich, aber hier hat jeder Raum einen bestimmten Namen, auch dieses Konferenzzimmer. Das ist richtig. Und der heißt Kapitelsaal. Und zwar deswegen, weil wenn der Konvent sich zusammengefunden hatte, hat man immer ein Teil oder ein Kapitel der Regel des heiligen Benedikts vorgelesen. Und deswegen nennt man den Versammlungsraum der Mönche Kapitelsaal. Ich merke gerade selber, wenn wir sprechen Konvent, das wäre schon wieder das nächste Thema. Richtig. Konvent ist der Ausdruck für die Gemeinschaft. Also nicht die Zusammenkunft, wie man meint. Also ein Konvent im normalen Alltag ist ja die Zusammenkunft von Menschen. Wir verstehen darunter die Gemeinschaft selbst. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir sind hier im Klausurbereich und eigentlich dürfte ich jetzt streng genommen gar nicht hier sein, weil? Ja, es war früher eben so, dass der Privatbereich war ursprünglich so definiert, dass das der Lebensbereich der Mönche oder der Nonnen, das ist gleich, und dass dann Außenstehende, die nicht zum Konvent gehören, nicht rein dürfen. Und ganz speziell dürfen Männer nicht zu den Frauen, also zu den Nonnen, und die Nonnen dürfen nicht zu den Männern. Und deswegen ist das besonders streng gewesen. Früher war das mit Kirchenstrafe belegt. Also eine Frau, die in die Klausur kommt, wurde mit der Exkommunikation bedroht. Heute sind wir etwas großzügiger geworden. Ich musste aber tatsächlich fragen und ohne Schlüssel kommt hier auch niemand in den Klausurbereich rein. Ich denke, es hat auch rein praktische Bedeutung. Wir sind in unserem Privatbereich. Da muss man hat schon die Mitbrüder, das ist schon genug anstrengend. Wenn man dann in seinem Privatbereich auch noch die Fremden zu verkraften hätte, das hält man nicht aus. Und bei uns außerhalb des Klosters ist es ja auch so, dass wir unsere Wohnungen abschließen und nicht ständig irgendwelche Haustüren offen stehen. So ist es. Und man meldet sich ja auch an, wenn jetzt zum Beispiel bei Ihnen zu Hause eine Gruppe von Leuten kommt, dann muss man halt vorher anrufen und Sie vereinbaren das. Und so machen wir es auch heutzutage. Dieses Buch ist nicht nur so eine Begriffserklärung, sondern zeigt auch ganz viel in Fotos, um das nochmal irgendwie genauer darzustellen. Wie zum Beispiel das Mönchsgewand, darüber möchte ich gerne mal sprechen. Jetzt hat dieser Habit ja verschiedene Teile und auch Teile, die Sie jetzt gerade nicht anhaben. Das ist richtig. Also was ich im Moment trage, ist die Alltagskleidung. Die ist wirklich noch aus der Spätantike. Das ist also die Tunika, die ist unten drunter, und das, was oben drüber ist, das nennen wir heute Skapulier, das Schultertuch, Scapula, die Schulter. Und früher war es die Toga. Und früher hat man, also bis ins 11., 12. Jahrhundert, kann man auf Statuen sehen, das war ein Tuch, das an der Schulter zusammen wurde und mit einer Fibel, einem runden Knopf, zusammengehalten wurde. Und später wurde es dann, wie es jetzt ist, aus einem Stück gewebt mit einem Loch in der Mitte, wo der Kopf durchkommt. Und dazu kommt dann das eigentliche Mönchsgewand, das ist die Kukulle. Die Kukulle zieht man nur in der Kirche an und bekommt man dann überreicht bei der feierlichen Profess. Und
das hat ganz lange Ärmel und sehr viel Stoff. Das hat irgendeine Tradition, die eben eigentlich Mantel heißt. Also auch vom Lateinischen bedeutet Mantel, weil es eben oben drüber getragen wird. Wir tragen das übrigens im Sommer nicht, auch nicht in der Kirche, weil es zu warm ist. Jetzt habe ich hinten auf diesem Klappentext gelesen, was trägt ein Mönch oder eine Nonne unter dem Habit? Wie oft werden Sie das gefragt? Das ist immer die spannendste Frage. Also wir tragen normalerweise ganz normale Alltagskleidung unten drunter, aber nicht so viel, dass es eben auch oben drüber geht. Und im Sommer, glaube ich, haben die meisten eine kurze Hose drunter an, weil es dann einfach zu warm ist. Und ich glaube, da unterscheiden sich Nonnen und Mönche nicht voneinander. Das Spannende an Münsterschwarzach ist ja, die Münsterschwarzacher gehören zur Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien. Ich überlege gerade, ja, wir fragen erstmal, was ist diese Kongregation, was bedeutet das überhaupt und was sind Missionsbenediktiner? Im 19. Jahrhundert gab es einen Mönch mit Namen Andreas Amrain und der wollte wieder die Mission beleben, wie es die Benediktiner im Mittelalter gemacht haben. Ganz Deutschland ist ja von Benediktinern missioniert worden. Bonifatius war der Erste. Und der hatte die Idee, Klöster zu gründen und er hat Erlaubnis bekommen. Er hat zum Kloster Beuron gehört und dort war man der Meinung, dass das nicht vereinbar ist mit dem mönchischen Leben. Und er hat es aber doch dann die Erlaubnis bekommen und hat das Kloster St. Ottilien begründet. Und von St. Ottilien aus gingen dann Gründungen durch die ganze Welt und deswegen haben wir die Klöster, die von da ausgingen, den Namen Ottilien-Kongregation. Das ist reiner Zufall, nur ortsgebunden. Worauf ich aber eigentlich zu sprechen kommen wollte, in den unterschiedlichen Ländern tragen die Mönche auch verschiedene Kleidung, verschiedenfarbige Kleidung. Das stimmt, also in den Tropen, wegen der Hitze, trägt man weiße, also so eine leinenartige Kleidung, dasselbe Schnitt, aber eben weiß. Und in Indien haben die Mitbrüder gemeint, aus der kulturellen Tradition, die tragen so eine Art Safran, so pinkähnlich. Sind Sie froh, dass Sie hier in Deutschland den schwarzen Habit haben? Ich kenne ja beides, weil ich ja in Afrika lange gearbeitet habe und ich habe auch einen weißen Habit, vor allem wenn ich auf Reisen bin. Und dort bin, trage ich auch den weißen Habit. Wir mussten gerade aufgrund der Sonneneinstrahlung den Standort wechseln, wobei das eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort ist. Der Standortwechsel ist ja eigentlich für einen Benediktiner relativ untypisch. Das stimmt. Also das ist, man legt seine Gelübde auf ein bestimmtes Kloster ab, wie man zum Beispiel sich auch eine Frau oder einen Mann bindet und dann gehört man zu der Gemeinschaft. Allerdings bedeutet das nicht, dass man immer am selben Ort wohnt. Es ist so, zum Beispiel werden Mönche auch von anderen Abteien zum Beispiel an das Kloster in St. Anselmo in Rom zur Verfügung gestellt. Oder Klöster haben auch kleinere Häuser in der Umgebung, wo man auch hingeschickt werden kann. Wir Missionsbenediktiner haben eine besondere Eigenschaft, dass wir in die Mission in ein bestimmtes Kloster ausgesandt werden können. Das ist eine Besonderheit unserer Kongregation. Und da können Sie ja auch aus Erfahrungen berichten. Sie waren nämlich wie lange in Peramio? 16 Jahre war ich der Abtei Peramio in Tansania. Was haben Sie dort gemacht? Ja, ich bin von Beruf Arzt und habe dort ein Krankenhaus geleitet und betreue das immer noch etwas. Spannend, weil eigentlich so unter diesem Missionsbegriff, ich finde den immer sehr, sehr schwierig zu definieren und schwierig zu erklären. Was verstehen Sie, im Buch ist es natürlich auch erklärt, unter diesem Missionsbegriff? Also heute verstehen wir eigentlich darunter, dass das Christentum andere Menschen fasziniert durch das Leben der Christen. Und wir Benediktiner haben eine besondere Lebensweise und das regt auch in Afrika und anderen Ländern etwas Aufsehen und dann soll man eben erklären, warum man das macht. Und wenn dann jemand da Interesse daran findet, dann findet er zum christlichen Glauben. Und das hat etwas sehr Stabiles, was Einladendes und wir kümmern uns nicht eigentlich deswegen um die Menschen im Karitativen oder in der Gesundheitssituation, weil wir Christen machen wollen aus denen, sondern weil es für Christen selbstverständlich ist, sich um Menschen zu kümmern, denen es nicht so gut geht. Und das hat natürlich auch sekundär eine gewisse Attraktivität. Und gerade unsere Gesundheitsdienste in den ärmsten Ländern der Welt machen das sehr sichtbar. Und es macht auch uns, also mir hat es große Freude gemacht.
Wir merken gerade, der Missionsbegriff ist ein bisschen herausfordernd zu erklären. Was finden Sie, Sie haben ja jetzt sehr, sehr viele Begriffe in diesem Buch erklärt, am schwierigsten, am erklärungswürdigsten? Ich meine, die Lebensweise des Mönchs ist in vieler Hinsicht etwas schwierig zu erklären, zumindest die Gelübde. Also die Gelübde, da haben viele Menschen seltsame Vorstellungen. Vor allem grundsätzlich, was sind Gelübde überhaupt? Richtig. Und das ist, weiß ich nicht, ob wir das richtig rübergebracht haben. Wir haben uns bemüht, eine möglichst einfache Sprache zu wählen, die eigentlich jeder verstehen kann. Es ist da nicht zu vermeiden, dass man etwas vereinfacht. Aber im Grunde genommen ist es eben so, dass die Benediktiner ein sehr spezielles Gelübde haben. Das heißt, sich binden für ein Leben lang an diese Lebensweise, an das Kloster. Und da werden drei Gelübde enthalten, die sich eben unterscheiden von denen von allen anderen Orden. Es sind allerdings die ältesten Gelübde. Also es sind früher als die von den Franziskanern, von den Dominikanern und diesen anderen Orden. Und sie sind eben klösterliche Lebensweise, Beständigkeit und Gehorsam. Und das ist nicht so leicht zu erklären, diese drei Begriffe. Also Beständigkeit bedeutet eigentlich, dass man da bleibt. Das haben wir schon erwähnt, wo man angefangen hat. Und da denken viele wahrscheinlich, sie dürfen das Kloster nie verlassen? Das ist damit auch nicht gemeint, sondern dass ich mich an die Gemeinschaft binde. Das heißt aber, dass ich alle Aktivitäten tun kann, wie immer. Zum Beispiel bin jetzt 40 Jahre im Kloster, davon war ich ungefähr 38 Jahre außerhalb von Münsterschwarzach. Also da war ich aber auch in anderen Klöstern, bin jetzt seit 2 Jahren wieder hier. Und das ist also nicht diese Stabilitas loci, wie man immer sagt, das ist nicht gemeint damit, sondern nur die Gemeinschaft als solche. Der zweite ist die klösterliche Lebensweise. Damit meint man, dass man eben nach der Regel des heiligen Benedikt lebt. Da gehört auch natürlich dazu, dass man nicht verheiratet ist. Aber wir legen zum Beispiel keine extra Gelübde für Keuschheit ab. Gehorsam, das ist ein besonderer Gelübde dem Abt gegenüber. Aber der Abt vertritt ja die Gemeinschaft und die Regeln. Er muss von seinem Amt her darauf achten, dass die Mönche so leben, wie sie es versprochen haben. Also der Gehorsam ist es nicht so wie meine, also jetzt putz mal das Klo oder jetzt tu mal das Mist oder irgend so etwas, was ich überhaupt keine Lust habe. Das ist nicht Gehorsam und das ist vielleicht früher ab und zu vorgekommen und das ist ja, was man als geistlichen Missbrauch bezeichnet. Es bedeutet nichts anderes, als dass ich die Aufgaben der Gemeinschaft erfülle, die sich dann oft natürlich in Form einer Person ausdrücken, wie eine Firma auch. Und es ist eigentlich selbstverständlich, dass ich dann die Dinge tue, die in die Gemeinschaft kommen und auf Dinge verzichte, die ich vielleicht Lust hätte, ja, die jetzt aber nicht möglich sind. Ich merke gerade, was Bruder Ansgar zu Anfang des Gesprächs angedeutet hat. Wenn man sich hier mit einem Mönch unterhält, dann kommen ganz, ganz viele Begriffe, die mir vielleicht jetzt gerade geläufig sind. Wir könnten gerade vom Hundertsten ins Tausendste kommen und nochmal überlegen, was ist ein Abt, was sind dessen Aufgaben, ist eigentlich die Regel des heiligen Benedikt. Aber ich glaube tatsächlich, das würde für dieses Video zu weit gehen. Und wir wollen ja auch natürlich nicht das ganze Buch hier erklären und vorlesen, sondern dass Sie sich gerne selbst damit beschäftigen. Das kleine benediktinische Lexikon ist jetzt im August im 4 Türme Verlag erschienen und über den Online-Shop erhältlich.